Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe ein bisschen sensible Haut zurzeit und da wollte ich dir doch einfach mal mitnehmen und dir zeigen, wie ich meine sensible Haut aktuell so pflege. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, woher kommt meine sensible Haut aktuell? Das ist jetzt wirklich einfach nur eine Phase, die ich jetzt überstehen muss. Da bin ich auch ganz froh drüber. Es ist zum einen, dass ich eine Sonnenallergie aktuell habe. Jetzt gerade ist das Wetter nicht so bombastisch, aber um Ostern herum war es ja so warm und so viel Sonne kam in mein Gesicht und hier haben wir noch so ein bisschen Überbleibsel, sage ich mal. An meinem Auge haben wir auch so ein bisschen was und ja, dann kommt noch hinzu, dass ich so eine kleine Hormonumstellung, wie auch immer, habe, weil ich meine Verhütungsmethode geändert habe und die Pille nicht mehr nehme und deswegen kommen halt hier einige Pickel. Ja, und da muss ich halt so ein bisschen aktuell meine Pflege etwas umstellen, damit ich da auch meiner Haut gerecht werde. Ja, und da nehme ich dich doch einfach mal mit. Also, wir haben es jetzt Sonntagmorgens und ja, also im Prinzip zeige ich dir einfach die Sachen, wie ich die normalerweise auch im Alltag machen würde. Also eine Sache, die würde ich normalerweise abends machen, habe ich aber gestern Abend vergessen. Super für Effekt. Okay, also ich starte erstmal, indem ich mein Gesicht reinige. Das mache ich jetzt, Mensch, jetzt will meine Stimme auch noch nicht, ne? Aktuell mit dem Avocado- und Honig-Reinigungsschaum für normale und trockene Haut. Den habe ich letztens in einem Tauschpaket gehabt von der lieben Laura und der ist echt schön. Also der ist sehr, sehr mild auch. Ne? Ich hatte vorher einen anderen, aber der hat meine Haut auch gereizt und das war nicht gut. Und das mache ich mit einem Washi. Die habe ich ja immer irgendwie im Einsatz. Ja, habe hier auch eine Schüssel mit Wasser stehen, weil ich hier halt immer noch keinen Wasseranschluss habe in meinem YouTube-Zimmer. Genau, dann mache ich mein Washi einmal nass. Bringen das einfach mal ein bisschen aus. So, jetzt bin ich zurück mit einem Handtuch. Wichtig dabei ist, dass wenn ihr ein Gesichts... Also erstmal braucht ihr ein Handtuch, was nur für euer Gesicht ist und nicht für Körper oder Haare oder so. Und dass ihr das wirklich regelmäßig in die Wäsche packt, also erneuert. Also ich hole mir wirklich jeden Tag ein neues Handtuch, was ich mir an mein Waschbecken hänge. So, wir waren beim Waschi. Den ausgewrungenen, feuchten Waschi nehme ich jetzt und gehe einfach mal über mein Gesicht, um es so ein bisschen anzufeuchten und auf die Reinigung vorzubereiten. Wenn das geschehen ist, wasche ich noch einmal den Waschi ein bisschen aus, wringe den Waschi auch aus. Dann nehme ich mir meinen Reinigungsschaum und mache mir wirklich nur einen Schub da drauf. Also es muss nicht viel sein, ne? Es reicht, wenn du einfach einen so einen Hub da drauf machst. Das batsche ich hier kurz so ein bisschen zusammen. Und dann gehe ich damit über mein Gesicht. Wichtig ist dabei wirklich, dass du das nur ganz soft machst und nicht jetzt irgendwie rubbelst, reibst oder sonst irgendwie. Den Hals nicht vergessen, denn der ist bei mir halt auch eine problematische Zone. Dann bringe ich den Waschi wieder aus, beziehungsweise ich wasche den Waschi wieder aus. Und dann gehe ich mit dem abgewaschenen Waschi, du kannst natürlich auch einen Waschlappen nehmen, ne? Aber ich finde Waschi ist einfach angenehmer, weil die so viel sanfter sind. Von der Oberfläche her sind die einfach auch viel, die haben halt längere Fasern, das ist dann ein bisschen freundlicher. So, wenn wir das Ganze abgewaschen haben, nehmen wir unser Handtuch und trocknen unser Gesicht in tupfenden Bewegungen einfach ab. Auch hier wieder nicht rubbeln. Somit haben wir jetzt unser Gesicht schon mal so ein bisschen gereinigt. Das fühlt sich auch einfach entfettet an, es fühlt sich sauber an. Als nächsten Schritt nehme ich mir das Rosenwasser von Rosens. Ich habe jetzt für mich entschieden, dass Micellenreinigungswasser nicht mehr so für mich geeignet sind, weil sie brennen viel, sie machen nicht viel Gutes aktuell mit meiner Haut, deswegen lasse ich das lieber erstmal sein und dann habe ich mich einfach für das Rosens entschieden. Das ist nicht günstig. Man kriegt es auf Amazon deutlich günstiger als jetzt bei DM zum Beispiel. Ich habe das jetzt letztens für 11 Euro oder 10,95 € gekauft, also kann ich euch nur empfehlen. Ja, ne, ist ein gutes Produkt. Das ist halt vom Geruch her gewöhnungsbedürftig, aber ich mag es. Und ja, dann nehme ich mir hier so ein Pad. Das sind ja meine Mehrweg-Pads. Der kommt jetzt frisch aus der Wäsche, ist aber trotzdem noch ein bisschen dunkel. Die verfärben sich halt mit der Zeit. Das ist halt so. Und gebe mir dann auf die raue Seite, also das hat zwei Seiten. Muss ich mal kurz erklären. Ne? Einmal ist es hier so eine Mikrofaserseite, so eine ganz, ganz softe Seite. Und die andere Seite ist eine etwas rauere Seite.
Die Mikrofaserseite nimmt nicht so gut Produkt auf, ist aber sehr, sehr angenehm fürs Gesicht, während die etwas rauere Seite halt die Produkte sehr gut aufnimmt. Man kann natürlich das Pad auch sehr intensiv damit tränken. Beim Abschminken schminke ich mich zum Beispiel nur mit dieser soften Seite ab, weil das einfach angenehmer für meine Augen ist. Ja, und wenn ich Produkte auftrage, nehme ich eigentlich die raue Seite, verteile damit das Produkt und gehe dann mit der Mikrofaserseite nochmal drüber, um die Haut zu verwöhnen. Genau, und dann mache ich mir jetzt ein bisschen Rosenwasser drauf. Also das ist nicht viel. Und gehe dann mit der rauen Seite einmal übers Gesicht. Für mich gehört übrigens der Hals auch immer zum Gesicht dazu. Also wenn ich sage, ich mache mir das ins Gesicht, dann meine ich auch immer meinen Hals. Genau, dann gehe ich nochmal mit der Mikrofaserseite drüber. Die ist jetzt relativ trocken, aber es fühlt sich einfach schön an. Und ab und an braucht man auch mal so ein bisschen, dass man gestreichelt wird während der ganzen Pflege. Ich finde das Produkt super. Es tut meiner Haut wirklich, wirklich gut. Es ist super sanft und ich finde auch, dass es pflegt. Also wenn ich jetzt auch so drüber fasse, ist es noch sanfter als jetzt nach der normalen Reinigung. Und es fühlt sich wirklich schön an. Es ist gut für sensible Haut und es ist einfach erfrischend und es bringt meine Haut schon so ein Stück weit zum Strahlen. Es, ja, pflegt die Haut einfach, ne? Und ich glaube sogar, dass es irgendwie antibakteriell oder sowas ist. Ich weiß das gar nicht, aber ich habe halt das Gefühl, dass wenn ich das benutze, dass meine Rötungen hier auch ein bisschen schneller verschwinden. Wichtig bei Rötungen ist übrigens, dass du sie nicht ausdrücken solltest. Manchmal mache ich das, sollte man nicht tun. Hinterlässt Narben, sieht doof aus. So, dann mache ich aktuell eigentlich abends, das ist nämlich das Produkt, was ich gestern Abend vergessen habe, die Hormocenta Intense 7 Tage Ampullenkur, spendet Feuchtigkeit, Regeneration und Vitalität und das brauche ich aktuell auch. Ne? Also Feuchtigkeit braucht die Haut halt wirklich intensiv bei mir, auch wenn du Pickel hast. Deine Haut braucht Feuchtigkeit, da solltest du die Pickel nicht austrocknen lassen. Ja, hier habe ich noch 4 Stück drin, 3 habe ich schon benutzt. Das heißt, hey, ihr seid heute bei meinem Bergfest mit dabei. Genau. Da sorge ich dann erstmal dafür, dass das Serum, was sich hier oben halt drin gesammelt hat, runtergeht. Muss man manchmal ein bisschen gegenschnipsen, aber nicht zu doll, weil dann fliegt dir das Ding hier oben schon ab. Dann hatte ich mal irgendwo in einer Barbour-Ampullenkur dieses Teil mit dabei. Das hilft einfach, dass man diese Ampullen besser öffnen kann. Das stecke ich mir einfach hier oben drauf. Da macht es einmal Klick. Dann nimmst du dir irgendein Tuch, also ich nehme mir wirklich Tücher, die ich danach wegschmeiße. Das heißt, hier nehme ich jetzt auch ein normales Kosmetiktuch, weil da können halt jetzt Glassplitter kommen und das möchte ich nicht in einem Handtuch haben oder so, was ich nachher fürs Gesicht verwende. Deswegen gehe ich da auf Nummer sicher. Kannst ja auch einen Streifen Klopapier einfach nehmen. Dann halte ich das hier fest, also ich halte hier unten die Ampulle fest, wo auch die Kur drin ist. Mit der anderen Hand halte ich das hier oben fest und mache dann eine ruckartige Bewegung. Vorsichtig, ne? Und dann hast du die Ampulle geöffnet. Den abgebrochenen Deckel habe ich jetzt hier drin und halte den ja noch mit meinen Fingern fest. Dann wickle ich vorsichtig das Tuch darum zu und dann kommt das direkt in den Müll, weil man will sich ja nicht verletzen. Dann habe ich hier die Ampullenkur, mache mir die in meine Handinnenfläche. Die riecht sehr, sehr sensitiv, also wirklich auch sehr angenehm, ne? So, das verteile ich dann jetzt in meinen Händen. Und gehe dann mit meinen Händen über mein Gesicht. Anfangs fühlt es sich an, als hättest du viel zu viel Produkt im Gesicht, aber es zieht super, super schön ein und ist halt einfach ein schönes Gesichtsserum, eine schöne Vorabpflege. Oh, es ist super angenehm. Und dadurch, dass es halt so schnell einzieht, merke ich einfach, dass meine Haut es auch braucht. Einmal so. Hier gehe ich auch tatsächlich einmal so unter den Augen her, wenn ich noch Serum habe und hier über den Augen, weil es einfach gut für die Haut ist. So, jetzt ist es schon eingezogen. Es ist halt jetzt nur noch klebrig. Jetzt kann man das, entweder könnte man jetzt so mit so einem Roller drüber gehen oder halt mit den Fingern, um halt einfach das so in die Haut einzuklöppeln und der Haut einfach mal so ein bisschen pflegen zu können. Das kannst du so lange machen, wie du lustig bist, so lange wie du Zeit hast morgens vor allem. Aber das mache ich ja eigentlich eher abends. Und es ist so, oh, so angenehm, weil die Haut nimmt das Serum so schön auf und oh, das zieht so schön ein. Es ist echt angenehm. Zwischenzeitlich trage ich mir mal so ein bisschen Lippenpflege auf. Da habe ich hier aktuell von Ultrasun mit Sonnenschutzfaktor 30 Lip Protection and Care. Jetzt, wenn halt die Sonne rauskommt, ich meine gut, jetzt gerade ist keine Sonne, aber wenn Sonne rauskommt, sollte man auf jeden Fall Lippenpflege
also mit mit Lichtschutzfaktor auf den Lippen haben. Denn sonst kriegst du ganz kaputte Lippen mit der Zeit. Also dass du dann wirklich, wenn du empfindliche Haut hast, dann neigst du ja auch zu Sonnenbrand und dass die Mundwinkel einreißen und so, da kann ich dir einfach dieses Produkt oder halt allgemein Lippenpflegestifte mit Lichtschutzfaktor echt ans Herz legen. Als nächstes habe ich hier ein Produkt, das bekommst du nicht so in der Drogerie, sondern in der Apotheke. Das ist eine Propolis-Salbe. Propolis ist ein Produkt, was entsteht bei der Honigproduktion von den Bienen. Und das ist super. Also das kannst du auch als Tropfen dir holen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Aften im Mund habe oder irgendwelche Verletzungen da drin, mache ich mir die Tropfen drauf oder irgendwo. Also das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Das gibt es als Salbe, das gibt es als Tropfen, das gibt es als alles. Und ich finde, das ist einfach ein Allround-Talent und ich mag's. Es hat uns irgendwann mal unserer Familie damals eine Heilpraktikerin empfohlen und ja, seitdem benutzt unsere Familie das ständig. Ich habe mir jetzt eine kleine Menge hier auf meinen Zeigefinger gemacht und gebe mir das hier oben auf meine Wundestelle, die ich hier an der Augenbraue habe. Ich ziehe das auch noch ein bisschen weiter. Aber tupft das hier schön ein, das ist nämlich super hilfreich und pflegend. Und es ist auch noch leicht getönt, also sieht man das dann auch nicht so extrem. Als wenn du dir jetzt irgendwie eine weiße Salbe drauf machen würdest, ne? Ja, und dann gebe ich mir das auch noch unter die andere Augenbraue, weil da habe ich auch so wunde Stellen, die jetzt zwar nicht gerötet sind, aber sie sind da. Und meine Rötungen, die ich hier unten habe, werden gleich bekämpft mit anderen Salben. Bekämpft ist gut, die werden eher gepflegt. Ne? Naja, aber die kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Guckt euch die mal an, das ist eine Propolis-Salbe, ne? Ist eine gute Sache. Ich schaue mal, ob ich die euch auch unten in der Infobox einfach mal verlinken kann. Irgendwo finde ich die bestimmt online in der Apotheke. Mache ich mal. Als nächstes kommen wir zur Augensalbe. Da habe ich jetzt in letzter Zeit einige ausprobiert, die irgendwie auch echt gebrannt haben, die mir nicht gut getan haben, die ich erst wieder verwenden werde, wenn meine Haut wieder in Ordnung ist. Die aber nicht gebrannt hat und mir wirklich gut tut, ist die von Lovely, die Eye Cream mit Manuka-Honig-Extrakt. Und ja, bei dieser Marke scheiden sich die Geister. Ich vertrage die Produkte von Lovely bzw. Paola Maria unheimlich gut. Du hast hier einen Applikator, den du nehmen könntest, um das direkt unter das Auge aufzutragen. Ich mache das immer so, dass ich mir ein bisschen Produkt rausdrücke, was jetzt gerade weggeflogen ist. Läuft. Was ich mir so ein bisschen hochdrücke, genau. Dann kommt hier oben ja Produkt raus. So. Und dann nehme ich mir diese kleine Menge einfach mit dem Finger und gebe mir die unter das Auge auf beiden Seiten. Und dann arbeite ich das parallel ein. Das mache ich erstmal, indem ich das ganz normal verstreiche, ganz, ganz sanft. Ob du jetzt deinen Zeigefinger nimmst oder viele nehmen auch ihre Ringfinger, weil Ringfinger sind einfach, haben die wenigste Kraft von unseren ganzen Fingern, ne? Ich massiere mir das einfach ganz entspannt ein mit meinen Zeigefingern, weil ich kann das damit am besten. Da ich ja oben auf meinen Augenlidern bzw. unter meinen Augenbrauen die Propolis-Salbe habe, kann ich einfach oben die Propolis-Salbe so ein bisschen runterziehen und auf meinen Augenlidern so verstreichen und verteile das dann einfach so zusammen. Genau. Und dann klopfe ich das auch ganz, ganz vorsichtig hier unter meinen Augen ein. Das hilft einfach. Das ist einfach ein angenehmes Gefühl. Das kannst du so lange machen, wie du möchtest. Ich mache es so lange, bis es eingezogen ist. Ja, und so viel zu der Augencreme. Finde ich gut, kann ich euch wirklich ans Herz legen. Ja, und der letzte Schritt, den ich mache, ist meine ganz normale Feuchtigkeitstagespflege. Da habe ich aktuell die von Neutrogena Cellular Boost Anti-Age Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 20 mit Hexinol-Technologie und Vitamin C. Die ist sanft zu meiner Haut, die tut mir gut, die spendet richtig, richtig schön Feuchtigkeit und die zieht toll ein. Also die sieht einfach so weiß aus. Ich weiß nicht, das sieht man hier nicht so gut, ne? Die riecht auch sehr, sehr sanft und ja, da nehme ich mir ordentlich was. Dann kommt erstmal was auf meine Stirn. Dann mache ich mir zwei Punkte auf meine Wangen und derbe was auf meinen Hals. Und dann, ja, arbeite ich das einfach mit meinen Händen ein. Es fühlt sich wirklich total schön an. Also diese Creme fühlt sich allgemein schon mal schön an, aber mit der darunter schon vorbereiteten Haut, es ist einfach herrlich. Oh. Es tut einfach richtig, richtig gut. Und das ist halt für morgens ein richtig schöner Erfrischungsmoment, Pflegemoment, dass du einfach mit einer guten Haut in den Tag starten kannst, mit einer gut versorgten Haut.
Und dass du dir da einfach auch sicher sein kannst, dass deine Haut jetzt nicht irgendwie über den Tag Mucken machen wird. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel noch weiter trockene Stellen habe über Tag, dann mache ich mir noch ein bisschen Pflegecreme drauf. Einfach so ein Pott BB-Creme habe ich bei mir auf der Arbeit stehen. Dann mache ich mir ein bisschen was auf den Hals oder über die Augen oder so, ne? Aber ja, im Großen und Ganzen ist das schon mal eine ganz, ganz, ganz super gute Basis. Und wie du wahrscheinlich bemerkt hast, ich mache jetzt nichts Spezielles mit meinen Rötungen, die ich hier habe. Ich lasse sie einfach da, wo sie sind. Abends mache ich mir ab und zu mal so Anti-Pickel-Patches drauf oder so, aber ich gehe da einfach nicht bei. Ich lasse denen einfach ihren Raum. Also wenn sie meinen, sie wollen da sein, dann sind sie halt da und ich bekämpfe sie nicht. Nein, sollen sie machen, ne? Und wenn sie meinen, irgendwann verschwinden zu wollen, dann bin ich auch glücklich, aber du musst da jetzt nicht irgendwie groß dran rumdrücken oder so. Das ist einfach, macht keinen Sinn. Das machst du damit einfach nicht besser, ne? Also ja, dann dauert es nur noch länger, bis sie verschwinden. Ja, also die Creme von Neutrogena kann ich euch wirklich empfehlen. Ich mag ja die Masken. Ich habe davon tatsächlich auch die Nachtcreme. Also die benutze ich dann abends. Die Tagescreme halt morgens, die Nachtcreme halt abends. Das macht Sinn, ne? Ja, und ich finde beide echt gut. Also die fühlen sich schön an, die ziehen schön ein, die haben keine Würstchenbildung oder sowas auf der Haut, ne? Es ist einfach, als hättest du dir so einmal so einen schönen Pflegeschleier übers Gesicht gehauen. Und ich liebe ja über alles die Neutrogena-Masken, diese Gelmasken. Oh, wahnsinnig gut. Und genauso eine gute Pflegewirkung, wenn nicht sogar besser, hat diese Tagescreme bzw. auch die Nachtcreme. Ich finde sie geil. Ja, so, das musst du jetzt mal raus. So, also ich finde jetzt, dass meine Haut deutlich besser aussieht. Sie ist jetzt schön vorbereitet auf den Tag und ja, ich lasse das Ganze noch ein bisschen einziehen. Dann kann ich mich nachher auch ein bisschen schminken. Auch das alles sehr, sehr leicht. Vielleicht mache ich gleich noch sogar ein Video darüber. Ich muss mal gucken, ob ich noch die Zeit dafür habe. Tja, es hat leider nicht gereicht von der Zeit her. Deswegen habe ich mir eben meinen schnellen Alltagslook gezaubert. Ja, das habe ich einfach mit dem Ico London Fat Liquid Black Liner gemacht. Das ist so ein Oschi von Tile. Wenn der noch fresh ist und halt keine verbogene Spitze hat, ist der super. Also, ne, funktioniert bei mir super, hält bei mir super, ist gut. Stempelt sich im Laufe des Tages ein bisschen oben ab, was aber nicht schlimm ist, weil ich ja nur eben zum Kaffee trinken zu meinem Papa fahre. Und dann habe ich hier die Paradise Ecstatic Mascara von L'Oreal genommen, um meine Wimpern zu tuschen. Und die benutze ich zurzeit sehr im Alltag und Leute, ich liebe sie. Sie ist wirklich großartig. Ich meine jetzt mit dem Wimpernserum und mit dem Evo Eye Serum Gedöns, was ich dir auch mal unten verlinke, sind meine Wimpern sowieso schon echt krass. Aber also der Volumen Primer, der ist echt toll. Den mache ich mir nachts immer abends. Abends immer drauf. Ich rede schon wieder so viel. Und von Birds and Bees, weil heute Sonntag ist, habe ich mir diesen Lippenstift drauf gemacht. Den hatte ich von der lieben Laura auch im Tauschpaket. Das ist die Farbe 501 Blush Basin. Den verlinke ich dir auch mal unten. Der ist super. Das ist eine schöne Nude-Farbe und ja, der ist schön, der pflegt, der riecht gut. Es fühlt sich an, als hättest du einfach einen Pflegestift auf den Lippen. Ja. Und, um das Ganze jetzt mal abzurunden, nehme ich mir jetzt hier mein Parfüm von UniQ. Das ist jetzt hier das Parfum de Mali de Lina. Das ist, da ist echt Ewigkeiten noch was drin. Ich benutze das einfach, einen Spritzer in die Haare, einen Spritzer hier auf meine Hände, auf meine Armviecher, wie heißt das, weiß ich nicht. Handgelenke, genau, batsch das ein, nicht reiben. Ich mache das nicht an den Hals, normalerweise würde ich das an den Hals machen. Ich mache mir einen Spritzer dafür in den Nacken. Na. Klopf das so ein, weil ich jetzt mit dem geröteten Hals es nicht machen muss. Und einen Spritzer mache ich mir einfach hier auf meine Möppen. Ja, weil ich das halt hier nicht machen kann. Und normalerweise würde ich das da machen. Riecht super toll, ist auch echt. Also hält jetzt auch bis heute Abend um, wenn ich duschen gehe. So um 9. Also, ne, mindestens. Also das hält richtig, richtig lange. Ja, ich will mir die ganze Zeit ins Gesicht fassen, weil das so angenehm ist. Solltet ihr über Tag aber nicht tun. Also wenn ihr, jetzt habe ich ja gewaschene Hände, aber wenn ihr ungewaschene Hände habt und euch im Gesicht rumfasst, dann werdet ihr wahrscheinlich auch eher Pickel und sowas alles bekommen. Also nicht tun.
Ich muss mich auch immer züchtigen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen konnte, euch ein paar Tipps und Tricks mitgeben konnte und dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine ganzen Claudi-Testet-Alles-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich einmal sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!